Willkommen zu dem Video. Wir beginnen mit den Programmier-Tutorials. Ich bin sehr, sehr gehypt, ob das funktioniert, weil ich habe keinen Plan, ob ich das gut erklären kann, ob ich das irgendwie angemessen rüberbringen kann. Ich möchte jetzt versuchen, heute so die ganz einfachen Basics, erstes Programm und so, ganz, ganz einfach. Ich hoffe, das geht. Schreibt mir gerne eine Rückmeldung. Und was ich aber zuerst mal ganz vorweg mitnehmen möchte, bei Problemen, gibt es hier auf meinem Discord-Server, Link in der Beschreibung, einen Kanal coden-hacken. Da könnt ihr Fragen stellen und ihr könnt euch gegenseitig helfen. Ich werde helfen, es gibt noch andere Leute hier, die programmieren können auf meinem Server, die werden euch safe helfen, wenn das Bedürfnis da besteht. Also wenn ihr Fragen habt, zögert nicht, sich hier zu stellen, da werdet ihr Hilfe bekommen. In meinen Programmiertutorials werde ich das Ganze auf C-Sharp basieren. C-Sharp ist eine Programmiersprache von Microsoft, die auf so gefühlt jeder Plattform läuft. Ihr könnt damit eine Webseite basteln, ihr könnt damit eine Handy-App basteln, ein Windows-Programm, ein Game, Beispiel Among Us ist auf C-Sharp gebaut und es funktioniert so. Das Framework, falls ihr das schon mal gehört habt, ist .NET. Fragt ihr euch, was ist das? Ist kompliziert zu erklären, aber .NET ist eigentlich so das, was eure C-Sharp-Applikationen zum Laufen bringt. Auf Windows ist .NET direkt installiert, das heißt, ihr könnt C-Sharp-Applikationen einfach so starten. Wenn ihr aber eure C-Sharp-Applikationen unter Linux oder macOS laufen lassen wollt, müsst ihr da einfach nur .NET installieren und dann könnt ihr diese auch da zum Laufen bringen. Das heißt, die gehen auf jegliche Plattformen. Um zu entwickeln, brauchen wir eine Entwicklungsumgebung. Ich werde für das Tutorial Visual Studio Community verwenden, weil es kostenfrei ist. Privat verwende ich eine andere, aber die ist nicht ganz kostenfrei. Aber die reicht für unsere Zwecke am Anfang komplett aus. Der Link dafür findet ihr in der Beschreibung. Dann werdet ihr Visual Studio herunterladen. Habe ich schon gemacht. Dann öffnet sich ein Installer oder es wird ein Installer heruntergeladen, den ihr öffnen könnt. Hier befindet sich mein Visual Studio Installer, den habe ich heruntergeladen und jetzt ausgeführt. Hier drin wird Visual Studio dann installiert. Die Tastatur ist verfügbar. Gibt es diese drei Versionen. Ich wähle die Community Version, weil die kostenfrei ist und keinen Account verwendet. Die anderen sind kostenpflichtig und benötigen einen Account. Also nehmt die Community Version. Ihr könnt jetzt wählen, was für Pakete ihr herunterladen möchtet, mit was ihr entwickeln möchtet. Kurze Empfehlung. ASP.NET Webentwicklung ist, wenn ihr eine Webseite bauen möchtet, werde ich mit C-Sharp nicht in dem Tutorial erklären. Was ihr definitiv braucht, ist .NET Desktop Entwicklung. .NET Mobile Entwicklung, also Mobile Entwicklung mit .NET. Die Desktop Entwicklung mit C++ braucht ihr nicht, wenn ihr mein Tutorial folgt. Ich werde sie nehmen, weil ich selbst ein OBS weiterentwickelt habe und das C++ ist, also brauche ich persönlich C++, aber wenn ihr den Tutorial folgt, dann braucht ihr das nicht. Was Gaming betrifft, werde ich eventuell mein Tutorial später auf Unity ausweiten, also Spielentwicklung mit Unity, weil wir ein Game entwickelt, brauchen wir. Und der Rest könnt ihr einfach so lassen, wie es ist. Ich selbst werde mir noch Englisch runterladen, weil ich es gerne auf Englisch habe, mein Zeugs da. Erforderlicher Speicherplatz wäre 12,99 GB, ich drücke auf Installieren. Dann ist es Zeit für eine Pause. 6,5 Stunden später. So, wir sind jetzt hier im Visual Studio, in unserem Code-Editor. Hier sehen wir dann zuerst, wenn ihr das Projekt. Ich habe hier alle meine Projekte gelöscht, die ich hier vorher verwendet habe, um euch das selber zu zeigen, was ihr habt. Wir können hier ein neues Projekt erstellen. Das tun wir. Und hier wählen wir natürlich eine Vorlage aus. Wir machen nichts von Null. C-Sharp, Windows und Konsole. Konsole ist dann so das Einfachste, wenn man ganz einfach ein Projekt erstellt, was in einer Konsole, also in so einem Fenster hier, verwendet werden kann. Ist dann halt nichts besonders Schönes, aber es ist wirklich einfach schnell erstellt, schnell verstanden und für den Anfang das Einzige, was Sinn ergibt, am Anfang zu lernen. Ihr könnt ja nach einem Pfad und einen Namen wählen. Dann das ganze erste Projekt für das im Ordner Tutorial bei mir. Ziel Framework, ja, können. Nehmen wir Netz 5.0, erstellen. Und als erstes würde ich sagen, nehmen wir gerade eine Einstellung vor, die dann für alle Projekte global ist. Wir gehen unter Extras, Optionen, Debugging und dann war es hier fast zu unterst, das viertunterste, im Tab Allgemein, Konsole beim Beenden des Debuggings automatisch schließen. Wählen wir aus.
Und sonst bleibt das Fenster immer geöffnet, wenn wir das Ganze dann ausführen, wird das Ausführfenster geöffnet bleiben, selbst wenn das Programm beendet ist. Das wollen wir nicht. So, wir sehen hier das erste Programm, die erste Datei im ersten Programm. Hier rechts haben wir auch noch kurz den Projektmappen Explorer. Kurz zu sagen, der ist wie ein Datei-Explorer, der alle Ordner und Dateien anzeigt. Wir arbeiten hier einfach nur im Programm.cs. Hier seht ihr bereits einiges, was wahrscheinlich etwas ungewohnt ist. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Für den Anfang würde ich sagen, können wir alles ignorieren. Also den Teil hier. Was das hier ist, werde ich später in einem anderen Video erklären. Für den Anfang ist einfach da. Denkt dran, ist da, muss da sein. Also wenn ihr das weglöscht, das geht nicht, das muss da sein. Lasst ihr einfach das da stehen. Das hier ist eine Methode. Eine Methode wird irgendwoher von außen aufgerufen und ausgeführt. Innerhalb der geschweiften Klammer sehen wir den Programmcode, der in der Methode ausgeführt wird. Die Methode main ist eine spezielle Methode, die wird ausgeführt, sobald wir das Programm starten. Das heißt, wenn wir hier auf Start drücken, über den Play-Button da oben, wird der Code, der innerhalb dieser geschweiften Klammern ist, ausgeführt. Hier sehen wir bereits einen Aufruf. C-Sharp ist objektorientiert, das heißt, es gibt nicht nur einfach Programmcode, der ausgeführt wird, der einfach von oben nach unten durchgerattert wird, sondern es gibt verschiedene Objekte. Also der Programmcode ist in mehrere Objekte, also oder Datei unterteilt. Und wir rufen diese übereinander auf. Was hier passiert, wir gehen in die Console, was ein Objekt ist, was in C-Sharp standardmäßig definiert ist. Es gibt irgendwo ein Objekt, das heißt Console. Können wir, wenn wir F12 drücken, reingehen und das Ganze anschauen, wenn wir das Bedürfnis dazu haben, brauchen wir nicht. Also das ist von C-Sharp standardmäßig drin, das programmieren nicht wir, das ist .NET-Zeugs. Sehr viel Vira-Code ist einfach da. Ich gehe jetzt zurück ins Programm.cs. Console ist das Objekt, was wir verwenden. Punkt. Das heißt, wir machen etwas auf der Konsole, aufs Console. WriteLine. WriteLine ist eine sogenannte Methode. Eine Methode wird immer aufgerufen, indem wir geöffnete Klammern reinzünden. Und in die gerundeten Klammern kommen der Parameter. Für WriteLine ist es ein Text, wobei ein Text immer in Anführungszeichen angegeben werden muss und dieser Text wird ausgegeben. Wir werden das Ganze testen. Passiert nichts. Wieso? Ihr kennt vielleicht, das Fenster ist ganz schnell da, aber es verschwindet sofort wieder. Wieso ist es? Einfach. Das Programm ist, nachdem der Text geschrieben wird, sofort fertig und beim Fertigwerden ist es weg. Also müssen wir sagen, warten wir am Schluss noch. Das warte ich einfach, bis wir eine beliebige Taste drücken. Ich denke, das ist am einfachsten. Sobald wir eine Taste drücken, kann das Programm sich beenden und verschwinden. In dieser Applikation arbeiten wir nur auf dem Konsolenfenster, also es gibt Console. Punkt. Und dann hat hier bereits dieses Vorschau-Menü mit allen möglichen Variablen, Properties und Methoden, die auf der Konsole verfügbar sind. Wenn das Fenster nicht scheinen sollte, könnt ihr die Tastenkombination Control bzw. Steuerung und Leertaste drücken, um dieses Feld aufzurufen. Hier sind wirklich alles, was die Konsole kann, ist hier beschrieben. Wir können hier einfach mal schreiben beginnen, read, und wir sehen schon alles an Methoden, was mit read zu tun hat. Read Key wird es sein. Das heißt, wir warten, bis der User das nächste Mal eine Taste drückt und lesen die dann ein. Es ist eine Methode. Methoden werden immer aufgerufen, indem man Klammern hinzündet. Da werdet ihr schnell drin sein. Also am Anfang ist es vielleicht etwas verwirrend, diese Klammern und geschweiften Klammern und Semikolon. Ist man sehr, sehr schnell drin. Um einen Aufruf zu beenden, einfach ein Semikolon hinten dran. Der Aufruf ist fertig. Das heißt, der erste Aufruf wird sein, geh in die Konsole, schreib eine Zeile. Hello World. Ich könnte ja gerne was anderes schreiben. Hallo von Brainy. Und danach gehen wir wieder auf die Konsole und lesen die nächste Taste und dann ist das Programm fertig, schließt sich. Drücke auf den Play-Button und wir sehen hier Hello von Brainy. Das Fenster bleibt hier. Ich drücke eine beliebige Taste. Fenster ist weg, weil das Programm fertig ist. Weiterhin haben wir die Möglichkeit, ein paar weitere Eigenschaften dieser Konsole zu bearbeiten. Console. Punkt. Und wir sehen hier schon alles, was sie kann. Also könnt ihr gerne mal durchgehen. Beep, das klingt interessant.
Wir sehen hier jetzt eine Vorschau. Place the sound for a beep through the console speaker. Machen wir rein. Das ist eine Methode. Kurz als Anmerkung, alles was hier links eine pinkige Box hat, ist eine Methode, dass ihr das wisst. Alles was einen Blitz hat, ist ein Event, dazu kommen wir später. Events sind eher fortgeschrittenes Zeugs. Und alle Schraubenschlüssel sind veränderbare Werte. Also, wenn wir das Programm starten, geht's hier rein, machen wir ein Beep, schreiben das Zeugs hin, warten bis zum nächsten Key, beenden das Programm. Hat es gehört? Es war ein Beep. Genial. Beep. Damit möchten wir vielleicht noch ein paar Werte über die Konsole verändern. Console. Punkt. Was haben wir hier? Background Color. Die Hintergrundfarbe. Ist keine Methode, sondern eine Eigenschaft. Diese Eigenschaft möchten wir verändern. Also setzen wir sie. Wir machen gleich. Wir verändern den Wert. Wir sagen, der Wert Background Color ist gleich. Und dann fahren wir hier drüber und schauen, was für ein Datentyp das ist. Ist das, was ganz hier links steht, ist der Datentyp des Werts. Der Wert, den wir schreiben, muss denselben Datentyp sein. Also wir einfach sagen, wir schreiben hier Text, grün, Semikolon, fertig. Würde nicht gehen, weil Background Color ist vom Typ Console Color. Das ist vom Typ Text. Ist nicht kompatibel. Markiert uns auch rot, geht nicht. Wir brauchen einen Console Color. Schreiben wir Console Color. Punkt. Und jetzt sehen wir schon alle möglichen Eigenschaften für Console Color. Green. Jetzt möchten wir das selbe noch für den Vordergrund machen. Console.Foreground Color gleich. Der Foreground Color ist ebenfalls vom Typ Console Color. Console Color.White. Starten wir. Wir sehen, der Text ist nun weiß und grün hinterlegt. Weitere Eigenschaften, die wir verändern können, wären zum Beispiel der Titel. Console.Title ist ein Wert, den wir verändern können. Gleich. Ein Text wird immer in Anführungszeichen geschrieben. Nehmen wir diese hier hin. Semikolon. Das ist Ende des Outputs bestätigt. Und hier können wir jetzt den Text reinschreiben. Testprogramm für das Tutorial. Starten. Und wir sehen hier oben, der Titel wurde verändert. Selbe können wir für die Größe machen. Console.height, also die Größe. Window Height, Fenstergröße. Gleich. Wir sehen Int. Ich werde im nächsten Video noch etwas weiter auf die verschiedenen Datentypen eingehen, die es gibt. Int ist eine Zahl. Für jetzt solltet ihr vielleicht wissen, String ist ein Text. Int ist eine Zahl und alles andere ist was Spezielles, wie Console Color. Also da könnt ihr nicht einfach was reinschreiben, da müsst ihr wirklich auf Console Color gehen und das den gewünschten holen. Int ist einfach eine Zahl. Nehmen wir 4. Wir sehen, das Ganze ist sehr, sehr klein. Was wir auch gesehen haben, beim Starten war es groß, weil erst dann wurde die Farbe geändert, dann wurde geschrieben und dann wurde jetzt kleiner. Wir nehmen das Ganze ganz an den Anfang. Und wir sehen, die Konsole erscheint schon etwas kleiner, wie wir es gerne wollen. Wenn ich eine größere Zahl hinschreibe, erscheint das Konsolenfenster größer. Und das war es eigentlich von der Komplexität des ersten Videos. Weiter gehen wir im nächsten Video ein. Für heute solltet ihr vielleicht mitnehmen können, wie ihr Werte setzen könnt mit einem Gleichzeichen, dass es verschiedene Datentypen gibt. Also ihr könnt ja nicht sagen, height gleich 12 als Text, das geht nicht. Ihr müsst auch auf den richtigen Datentyp ändern, wird einen Fehler geben. Was genau es für Datentypen gibt und wie man die verwendet, kommt im nächsten Video, auf jeden Fall. Wie wendet man eine Methode, solltet ihr wissen, Klammern und der Parameter. Parameter will ich mir auch noch weiter ansehen, ich kann es mal ganz kurz zeigen. Mal es kurz zusammenfassen. Und Writeline ist ein nicht so gutes Beispiel, weil wir hier sehen, das ist jetzt die Theorie. Writeline gibt es sehr viele verschiedene. Writeline ohne ein Parameter, das was hier drin steht, ist der Parameter. Aber auch mit Parameter. Also wenn wir keinen Parameter mitgeben, was wir hier tun, wir haben hier in den Klammern nichts drin, wenn wir hier reinsehen, dann nimmt er diese Methode hier. Die wird einfach eine neue leere Zeile hinschmeißen. Wir wollen aber einen Text ausgeben. Und wir können in dem Fall einfach diese Methode hier nehmen. Selber Name, aber als Parameter nimmt sie einen String, also einen Text entgegen und schreibt den aus. Es gibt auch eine Methode für Int, also wir können auch eine Zahl ausgeben und müssen die nicht als Text markieren. Und wenn wir hier 3 reinschreiben, würde das auch gehen. Aber wir können das Ganze auch als Text markieren.
Bitte genau gleich gehen, denn wir können ja dann Hallo schreiben. Es geht. Seid auch aber bewusst, es sind viele Methoden, oder die meisten der Methoden werden einen bestimmten Typ als Parameter entgegennehmen. Nicht wie Wildlern, die jeden Typ nimmt. Und da müsst ihr halt diesen auch mitgehen. Aber wie das tut, der wird auch den Fehler anzeigen, wenn er einen Fehler macht. Ich schau noch kurz, dass es gleich noch ein Beispiel dazu gibt. Hier ein Beispiel, also was ich gefunden habe. Set Cursor Position, das ist die Mausposition im Fenster. Und wir sind hier direkt vorgeschlagen. Das Ganze will zwei Parameter. Und zwar, wie viele Felder von links wird er gesetzt und wie viele Felder von oben. Diese werden per Komma getrennt als Ints angegeben. Also es müssen Ints sein. Wenn ich jetzt sage, ja, wir nehmen 5 als Text und 3 als Text, das geht nicht. Der nimmt nur Ints, also nur Zahlen entgegen. 5, 3 oder 4 in dem Fall. Wir sehen, der Zeiger, der blinkt, befindet sich an der angegebenen Position. Die Parameter wurden erfolgreich mitgegeben. Für den Anfang mag es vielleicht etwas überfordernd sein. Aber wenn ihr mal etwas drin seid und selber Methoden geschrieben habt, dann ist das Ganze extrem einfach. Im nächsten Video stelle ich euch die verschiedenen Datentypen vor, wie ihr sie verwendet und was die können. Aber wie gesagt, wenn ihr sie jetzt noch nicht versteht, das hat jeder am Anfang, ist voll okay. In Discord werde ich euch helfen oder wartet einfach bis zum nächsten Video und dann werdet ihr es automatisch verstehen. Das letzte für heute. Ihr wollt vielleicht eine Exe haben, also eine Datei, die ihr doppelklicken könnt, um euer Programm auszuführen. Das hier. Sagen wir, ihr wollt es nicht über Visual Studio den Play-Button öffnen. Es ist ganz einfach möglich. Wir öffnen den Ordner, wo wir das Projekt haben. Gehen in das Projekt rein. Hier haben wir den Bin-Ordner. Drin haben wir einen Debug-Ordner. Mit dem einen Net 500, das ist die Net-Version, die wir ausgewählt haben vorher. Und hier drin befindet sich den erstprojekt.exe. Das heißt, wir können das Ganze ausführen, auch wenn Visual Studio nicht läuft. Das soll für euch heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet mir einigermaßen folgen. Im nächsten Video, wie gesagt, wird es vieles klarer werden, was ihr jetzt noch nicht verstehen mögt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wie gesagt, bei Fragen stehe ich euch immer zur Verfügung.